Nein. Nein, das, bitte mach es weg. Nein, weil es keine Kunst ist. Ja, aber du bist kein Picasso, du bist kein Van Gogh und du bist erst recht kein Hieronymus. Das weiß ich sehr wohl. Das Ketchup kommt weg, basta. Ich danke dir. Hallo, Herr Hieronymus. Hallo. Herzlich willkommen auf dem Dorfbusgrill. Schön, ja, dass wir ein bisschen Auto fahren zusammen. Ja, man muss ja auch mal in anderen Stadtteilen gucken, was es da für Pommes gibt. Ne? Ja, sehr ordentlich. Ja, Herr Hieronymus, erstmal schön, dass Sie sich auf den Dorfpostgrill trauen. Sie sind ja einer so der bekannteren Künstler von Arnsberg und darüber hinaus. Wie kann ich eigentlich als Laie gute Kunst von schlechter Kunst unterscheiden? Stefanie Neuhaus hat mal gesagt, schlechte Kunst hängt über dem Sofa. Vor guter Kunst steht ein Sofa. Mit anderen Worten, über gute Kunst muss man nachdenken, als anderes Dekoration. Okay, ja, das ist eine sehr interessante Antwort. Da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Viele Leute kennen Sie ja in Arnsberg auch als, ach, bunter Vogel klingt so abfällig, so ist es nicht gemeint. Aber Sie sind ja wirklich in vielen verschiedenen Bereichen aktiv. Ja. Ne? Sie haben das Golem, das ist wirklich sehr bekannt. Sie sind Lehrer am SUG und Sie sind ein wirklich renommierter Künstler. Ja. Wie ist es eigentlich zu diesem Dreiklang gekommen? Das hat sich einfach entwickelt. Ich habe vor vielen Jahren eben mit Freunden angefangen, das Sommergelee zu machen. Und irgendwann entstand der Gedanke, nee, das wollen wir nicht nur einmal im Jahr machen, das wollen wir jede Woche einmal machen. Bands einladen, Künstler einladen, Literaten einladen. Und man lernt so viele tolle Leute kennen dabei. Das gibt einem echt Energie. Ja. Herr Hieronymus, die Menschen haben ja im Moment viele Sorgen, ne? Inflation und Ukraine-Krieg und so. Kann die Kunst da eigentlich irgendwie eine Art von Beitrag leisten, um den Menschen irgendwie Sicherheit zu geben? Also ich glaube, Sicherheit können Familie, Freunde, Religion geben, Halt kann das Klettern geben, aber... Das Klettern? Ja, natürlich, da braucht man Halt. Aber die Kunst hat eher die Aufgabe, die richtigen Fragen zu stellen, damit wir diese Welt überhaupt verstehen. Und haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert? Ich glaube, sonst hätte ich es schon lange aufgegeben. Auf welches künstlerische Projekt Ihres Lebens sind Sie eigentlich am meisten stolz? Oh, das ist eine Frage. Damien Hirst hat mal gesagt, auf meine Kinder. Aber ist es ein Kunstwerk? Nein, natürlich nicht. Glaube ich sofort. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, immer in der Phase, in der man gerade steckt, macht man das wichtigste Kunstwerk. Und es ist nicht so wichtig, stolz auf seine Arbeiten zu sein, sondern die Arbeiten wirklich intensiv zu machen. So, das wollte ich Ihnen, weil Sie ja nicht so oft in Vosswinkel sind, einmal kurz zeigen. Hier können wir nur kurz um die Ecke gucken, weil hier wohnen irgendwie komische Leute. Ja. Da wollen wir uns nicht so sieht gerne. Sieht auch ganz komisch aus. Das ja, heißt. Irgendwie ungestalt. Ja, Wahnsinn. Da haben verschiedene Architekten einfach mal ihr Glück versucht. Ja, komisch. Aber wir haben auch vergessen, das Wasser abzulassen. Ja, 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 furchtbar, furchtbar. Aber so sind sie. Ja. Herr Hieronymus, jetzt habe ich noch ein kleines Experiment mit Ihnen vor. Oh je. Sie sind ja Künstler. Ja, sagt man so. Sagt man so. Und ich wollte Ihnen vorschlagen, dass wir jetzt beide mal ein Bild malen. Ich muss mit dem Edding malen. Ja, aber Sie dürfen, sich die Farbe aussuchen. Ich nehme die andere. Ich habe immer Bleistifte. Weil dann kann man hinterher genau sagen, welches von Ihnen ist und welches von mir ist, anhand der Farbe. Sie haben die Wahl. Machen wir das im Auto? Ich nehme den roten. Ich schlage vor, ja. Bitte schön. Die Zeit läuft. Ich würde sagen, wir geben uns eine Minute. Oh, 2 Minuten, okay. 2 Minuten, na gut. Einverstanden? Können wir machen.
Was ist das denn da? Ah ja. Er versucht abzulenken. Ich weiß das schon. So. Ja, Minute vorbei. Ich bin nicht unzufrieden. Sollen wir tauschen? Ich nehme das. So, und die Zuschauer können jetzt entscheiden, wer was gemalt hat. Genau. Bin sehr beeindruckt, ist aber nicht signiert. Nee. Eine Frage habe ich noch an Sie. Das Golem. Ja. Da soll man so gut feiern können. Wann kann man da das nächste Mal feiern? Jeden Freitag. Von wann bis wann? Wir öffnen um 19 Uhr und schließen, wenn wir Lust dazu haben. Und das klingt gut. Und das ist eigentlich ein Ort, an dem sich alle Menschen wohlfühlen, die es ganz gerne ein bisschen subkulturell mögen, ne? Ein bisschen Ja, nicht so Mainstream-mäßig. genau. Also, wir haben 2018 das gegründet und hatten eben den Gedanken, wir wollen einen Ort schaffen, in dem sich alle quasi zu Hause fühlen dürfen. Und ist das gelungen? Ich glaube ja. Die meisten Leute sagen auch, ja, da kann man gut leben. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie bald wieder. Ja. Und auf gutes Gelingen. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss, Ihnen auch. So, das war's. For my own, you said just keep on.